Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße ihn recht herzlich zu NHL 20, zu der Fantasy League der Ebel mit den Hellriders aus Tirol. Ja, ich hoffe, ich geht's euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt und noch einen gewaltigen zweiten Finalspiel hoffe ich auf ein drittes, noch gewaltigeres, noch spektakuläreres, noch herzinfarktmäßigeres, spannenderes drittes Finalspiel. Ich bin gestern schon ganz gehypt gewesen über den Spieltag, was ich gestern gemacht habe. Deswegen versuche ich heute, dass der hoffentlich genauso gewaltig wird. Aber ich quatsche nicht lang miteinander, meine lieben Sportsfreunde. Wir schmeißen uns gleich aufs Eis ins dritte Finalspiel in der Arena of Hell bei den Tirolern Hellriders im Bezirk Kufstein-Dahlheim. Die Hütte ist ausverkauft, die Stimmung ist gewaltig. Ich habe jetzt einen Maxi drin lassen im Tor. Wir können immer nur einen Danny aus den Birken dazu holen, wenn sie ist. Aber ich habe mir gedacht, der Maxi muss vor heimischem Publikum spielen. Unser Adlerauge. Mein Nummer 1 Torwart hier bei den Hellriders. HB verliert den Bulli an die Linzer. So, Gaucho. Oh, aber hat schon gekracht. Also ist er schon mit Dampf geschossen worden. So, Rock. Badora. Jawohl. Haben wir nochmal ein Schwein gehabt, das abseits geworden ist. Mit Power kaum geht unser Max. Hoffe ich einmal. So, Blattmann. Am Tor vorbei. Ich habe mir gedacht, es wird jetzt das 1-0. Weil das letzte Mal das entscheidende vierte Tor, sage ich das. 4-3 geschossen hat. Aber wir wissen auch, dass die Linzer gefährlich sind. Vor allem vor heimischem Publikum gefährlich sind. So, Holze, hol uns das Bulli. Hol uns das Bulli, Holze. Okay, abseits. Witzer ist gut drauf, ist schon wieder da. Guck hier, Nascho und dann Schuss und So, Brandy, unser Viking. Verliert ihn, aber der Guck ist schon da. Schürst auf dem Maste und der Maste verliert ihn. Ich finde das eine virtuelle Liga gut. Ich find das so geil. Ich habe es, glaube ich, schon mal in einem Video gesagt, hey, ich darf ja da so gerne die Fantasy League weitermachen. Schauen, was so in der nächsten Season passiert und wie es dann in Season 2, 3 weitergeht. Aber ich dachte gerne auf NHL 20 das verbleiben. Sollte ich dann umsteigen auf 21. Erstes Drittel, noch keine Tore gefallen. Welcher gewaltiges Drittel ist denn das? Hey,
Linz weiß, um was das geht, genauso wie die Newcomer. Die Hellriders wissen auch, um was es hier eigentlich geht. Die Serie entscheidet zwischen Meister und Vizemeister. Deshalb wird hier um jedes Tor hart gekämpft. Die was bis zum Schluss spannend sind. So, Patora Hoden. Auf Wolf, Wolf. Oh, Couchschutz langsam, sonst war es vielleicht ausgegangen. Sie um da. Wolf, auf Blattmann. Blattmann verliert ihn kurz, ist auch schon wieder da, auf Stein, Stein. Und Stein macht das Tor, 1-0 für die Hellriders vor heimischem Publikum. Drittes Tor für unseren Christian Stein hier in diesem Spiel. Also das dritte Tor in diesen Playoffs, so würde ich sagen. Schee zielt an eine. So, Erich Berg. Am Tor vorbei. Kruki. Raffi. Der Maschte. Tomanzini. Blattmann. Ah, der Puck wechselt. Wie es falsch gehört. Warum? Raffi, warum? Wir kommen da so zum Titel. Vize sehen wir schon mal. Das wissen wir ja schon mal. Egal was passiert, Vize sehen wir ja schon mal. Ich weiß, du möchtest Meister werden. Dust. Auf Pico. Kruki, Pico, auf Dust. Dust zurück auf Stein. Michi Wolf. Nein, Michi Wolf schießt am Tor vorbei. Michi Wolf, probiert's nur mal. Alleine. Auf weiter Sicht. Schafft es nicht. Oh, Linz gleicht aus. Linz gleicht aus in diesem dritten Finalspiel. Im zweiten Drittel. Jetzt liegt es an uns, die Antwort zu schießen. Ah, Gaucho unterfängt nicht. So, Maschte Hoden.
verlierten. Aber hier hatten. Und wieder verloren. Aber wir haben wieder. Tja, eher mein echtes geht's ja aus. Tomanzini, heute richtig schnell Druck gewesen jetzt hat. Au, 1-1 zum zweiten Drittel. Es spricht wieder im letzten Drittel spannend zu werden, meine lieben Sportsfreunde. Letztes Drittel, wir schmeißen uns gleich aufs Eis ohne irgendwelche Ausflüchte rauf aufs Eis in das gewaltige dritte Finalspiel. Padura. Maxi. Linz geht in Führung. Jetzt braucht es nicht hoffen, dass ich einen Maxi nimm aus dem Tor. Für das, dass ich ein Tor noch machen kann, weil das ist mir zu gefährlich. Da ist jetzt Ausgleich von unserem Rock, von unserem Scharfschützen. 2-2 hier am dritten Spieltag im Finale, im dritten Drittel. 10 Tore in diesen Playoffs von unserem Bedrock, von unserem Co-Kapitän. So, Stein. Auf Krucke. Auf Blattmann. Blattmann wieder auf Krucke. Ah, am Tor vorbei. Ah, Tor vorbei. Ah. Jawohl, jawohl. Super gemacht von Raffi. Super gemacht. Erik schafft es nicht. Er schafft es nicht. Wir haben nur 11, 9 auf der Uhr zum Spielen. Tomanzini. Und spielt die Linzer Blackwings. Und macht den Führungstreffer hier für die Hell Riders vor heimischem Publikum. 4. Tor in diesen Playoffs von Hannes Tomanzini, der Mann, der was von die Bozner Füchse hierher nach Tirol gewechselt hat. Jetzt hat 10:34. Wir müssen jetzt das da halten, was wir haben. Ups. Jawohl, hier, Jack hat sich schon mal die Trommel geholt. Am Tor vorbei, Benedikt. Tomanzini. Auf Holze. Na. So, jetzt hat Brandy. Auf Holze, gib mir. Der Schnür. Zurück. Jawohl. Und unser Holze steht richtig und macht das Tor hier für die Hell Riders. Drittes Tor für unseren Holze in diesen Playoffs. Für unseren Co-Kapitän mit der Nummer 8.
Der Mann, der was seine Schläger zu Hause im heimischen Keller aus heimischem Holz selber macht. Wer sagt, wer am besten schießt man die Tore immer nur mit heimischem Holz? Aber es kann in 5 Minuten noch viel passieren. Es kann in 5 Minuten noch viel passieren. Genau. Linz könnte immer noch aufholen. So, HP, komm schon. Es könnte sein, dass wir beim nächsten Spieltag in Linz Meister werden. Und der Raffi macht das Tor zum 5:2. Linz, warum? Linzer Coach, warum nimmst du den Goalie aus? Du hättest es nicht mehr aufholen können. Selbst wenn es nur ein Tor gegangen war. Hier haben wir unseren Mann, unsere Nummer 1, unseren Raffi. 6 Tore in den Playoffs. So eine Gelegenheit kann ich mir nicht nehmen lassen, wenn ich schon präsentiert kriege. Ich weiß, es ist verzweifelnd, aber ich hätte mein Maxi in dieser Situation im Tor lassen. Aber wer mich erkennt, der weiß, dass ich von denen nichts halte, wenn man als ein Tor hinten ist, gell? Es wäre das Finalspiel gewesen, dann hättest du. Aber somit gewinnen wir hier vor heimischem Publikum. Und meine lieben Sportsfreunde, das könnte heißen, wir könnten für das nächste Spiel dann die Meisterschaft gewinnen. Jetzt steht es in der Serie 3:0. Die Zeichen stehen auf das, dass der Newcomer hier Meister wird. Die Linzer haben stark gestartet. Sie haben wirklich stark gestartet. Und sie haben auch wirklich ein gutes Gegenspiel gehabt. Ich muss das sagen, wirklich. Das sage ich jetzt nicht, weil ich mich einscheißen möchte oder was. Das ist meine ehrliche Meinung, was ich hier sage. Sie haben gut gestartet. Sie haben dann ein bisschen nachlassen und dann ist zum Ergebnis 5:2 gekommen. Ich hätte zum Beispiel nicht mit den 2 Tore Unterschied den Goalie rausgenommen. Ich kann es aber verstehen, dass man in so einer Situation, in einem Finalspiel, alle Karten ausspült, was man hat. Aber das ist so eine Karten,
Ich zum Beispiel als Coach würde es nicht machen. Ich hoffe, ihr versteht das ein bisschen. Wir haben 3 Stars, wir haben 3 Tore und wir haben 2 Assists. Jetzt kommt's drauf an, beim nächsten Spiel. Gebt jetzt die Linzer so richtig Vollgas. Also meine Meinung war, die Linzer KI müssen jetzt so richtig Vollgas geben. Volle. Alles, was geht. Die, was nicht so fit sind, raus aus dem Kader. Die, was richtig fit sind, rein in den Kader. Damit dass die, was noch nicht so fit sind, dass die wenigstens nur einmal 2 Tage haben zum Regenerieren. Bringt zwar nicht viel, aber man hätte dann dort wenigstens die Chance. Ich dachte, die aus Reserve, die was fit sind, eine ins Kader und schauen, dass wenigstens was geht, volle Power machen. Das würde ich jetzt machen, aber das bin halt die. Ich habe keine auf Reserve. Ich glaube, ich hab nicht einmal einen Spieler auf Reserve in dieser Season. Na, ich hab nicht einmal irgendeinen Spieler hier auf Reserve. Wenn bei mir irgendwas ausfällt, dann dann habe ich das Nachsehen. Die Startlinie. 6 oder 5 dann. Hinten angesichert, der Benedikt spielt auf 3, die Lassen auf 3, der Brandy. Ja, das passt schon so. Die Startaufstellung lassen wir so fürs nächste Mal. An Maxi lassen wir momentan als Torwart hin. Das war's für diesen Spieltag hier bei mir auf meinem Kanal, meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, euch hat der Spieltag ein wenig gefallen. Würde mir über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann gerne die Glocken den Abonnierknopf drücken und die Glocke aktivieren, so dass, wenn es von mir weitergeht, hier niemand irgendwas versäumt. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Spieltag einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust. Vergiss meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut. Aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, dies ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.